Skubrum-Drache, Erre und Feuer. Erstmal Analyse. Wo haben wir mal Analyse? Analyse haben wir da. Wir wollen erstmal analysieren und dann werden wir erstmal angreifen und angreifen. Skubrum-Drache, er ist stark und sehr intelligent. Wenn der Gegner Reflekt benutzt, wendet er ihn auch an und zaubert reflektieren. Ah, na super. 12.700 HP. Na gut, der sollte aber schnell richtig sein bei unseren Werten. Na gut, absorbiert Feuer und Arrow. Schwach gegen Eis und Holy. Ah, okay. Gut. Gut, dass ich Eis gekoppelt habe, meine Leute. Damn. 1.800 Schaden, sehr gut. Da 3.445. Cool. So, du benutzt aber mal Eis. Ups, nein, du benutzt Eisgar. Du benutzt ebenfalls Eisgar. Und du greifst an, weil du genug Schaden machst. Da 891. Na gut, da macht ihr mein physischer Angriff mehr Schaden, Leute. Obwohl, bei dir dürfte es eigentlich recht viel Schaden machen, ne? 1335, was du mit Schaden um physisch machst. Danke, dass du mich heißt, mein Freund. Ja, der ist Geschichte. Danke. Und tschüss, mein Freund. Und Level up, und Level up, und Level up. Ach, geil. Und ein Feuerzahn. Konnte nicht mehr aufgenommen werden. Na super. Ich muss einfach gucken, ob... Alexander Bärchen anfeuern. Sehr gut. Viele von denen laufen noch herum. Lasst uns verschwinden. Mhm. Was zum Henker ist das? Was? Was zum Henker ist was? Ich kann die Verbindung nicht trennen. Welche Verbindung? Bist du Uskroll? Ja. Ich nenne meine Fähigkeit Verbindung. Ich schlafe gerade, daher habe ich keine Kontrolle. Es tut mir leid, Squall. Bleib noch ein bisschen hier. Lass mich jetzt zurück. Die ist die nicht. Was ist mit Elion passiert? Idea? Sie wurde von Esther-Soldaten entführt. Ich wollte unbedingt nach Esther. Ich war überall und, Esther sucht doch die Nachfolgerin von Adele, der Esther-Hexe. Ja, ja, genau das. Ist sie ihre Tochter? Nein, aber sie ist niedlich. Ich will ihre Stimme wieder hören. Ich will die Stimme von Renoir hören. Ist alles in Ordnung? Die Elfen wieder. Na, weil er halt... Ich will ihre Stimme hören. Ich will Renoir sehen. Ich vermisse sie. Ich kann sie ja vielleicht retten. Die Vergangenheit lässt sich nicht verändern. Das weiß ich jetzt. Nachdem ich entführt wurde, ist Onkel Laguna losgezogen. Deswegen konnte er nicht bei Rain sein, als sie starb. Rain wollte Laguna seinen neugeborenen Sohn zeigen. Sie rief immer seinen Namen. Ich wollte, dass er zurückkehrt. Aber es klappte nicht. Ich konnte nichts machen. Außerdem kann ich euch nur zu jemanden schicken, den ich persönlich kenne. Es tut mir leid, Squall. Die Verbindung bricht ab. Ich werde es bald wieder versuchen. Leon. Ich will... Aha. Ich will Renoirs Stimme hören. Ich muss in die Vergangenheit, um sie zu sehen. Ich muss alles ungeschehen machen. Leon, hörst du mich? Schick mich in die Vergangenheit. Dorthin, als das mit Renoir passierte. Junge, das geht aber nicht. Man kann den Vergangenheit nicht einfach so ändern. Und er ist einfach so cool und setzt sich voll auf die Lampe drauf. Ach nee, das ist ein Schäbel. Die Lampe ist immer... Leon antwortet mir nicht. Sie ist auf dem Schiff der Weißen Sitz. Weiße Sitz. Sitz der Hexe. Die Sitz der Hexe Idea? Genau. Idea weiß vielleicht, wo ich sie finden kann.
Dann finde ich vielleicht Alone und dann die Vergangenheit. Na super. Na gut, ich würde sagen, ich gucke erstmal schnell die komplette Zoom, was wir jetzt alles machen können und was wir jetzt machen müssen. Bis gleich. So, wir müssen erstmal natürlich zu der und ich hoffe zumindest mal, wir müssen hier runter. Ich hoffe, ich bin ja falsch. Dass ich bin ich eigentlich verletzt durch den Kampf jetzt oder? Ja, ein bisschen. Naja, toll. Schön, dass die. Egal. Schön, dass die Leute nicht mal daran denken, dass man das eigentlich auch ändern müsste. Und ich müsste eigentlich auch mal Geld ausgeben. Ich habe viel zu viel Geld. Naja, egal. Ja. Also der Boss, der wäre genauso einfach gewesen in einer anderen Gruppe. Vielleicht nicht ganz so einfach, aber naja, irgendwie. Naja. Aber hier ist es lieber, wenn ich diesen Spielstand benutze, als wenn ich 15 Stunden nochmal nachspielen müsste. Weil das geht bei den Spielen nicht ganz so einfach. Und weil ich dann natürlich auch irgendwann mal hochladen möchte. Ne? Fertig hochladen möchte, wenn es geht. So, dann wollen wir mal. Legen wir ab, genau. Verstanden. So. Wir nehmen dich mit und wir nehmen dich mit. Obwohl. Du musst eigentlich auch mal gelevelt werden. Und du bist Level 15, du musst auch gelevelt werden. Und dann tauschen wir eben die Kopplungen aus. Das, das und das, das. So. Gut, dann wollen wir mal. Falsch, nein. Ja, wie jeden Art verstanden. Gut, ja, schön. Ich würde aber sagen, dass ich erst einmal. Na, ich drücke immer die falsche Taste, verdammt. Ja, bla bla. Ich drücke immer die falsche Taste, so doof wie ich bin. Ich würde die Taste drücken. Oder auch nicht, oder die Taste, genauso. Dass ich erstmal ein bisschen aufleveln werde. Und zwar von den GF möglichst noch ein bisschen was lernen. Wir müssen erst noch was lernen. Du nicht. Du nicht. Du nicht. Na super. Ne. Du kannst auch noch was lernen, hier was frei haben. Diabolos hat auch nichts mehr lernen, super. Aber du musst noch was lernen. Ich sagen, du lernst. Ups. Leviathan musst du auch andere Sachen lernen, genau. Heil nämlich. Pandemona muss auch noch was lernen. Cerberus sowieso. Du lernst dann mal folgendermaßen, lernst du Geistkopplung. Alexander lernt jetzt folgendermaßen Element Angriffkopplung. Tomperi lernt Falschen immer noch. Gut. Ich würde sagen, erstmal kurz heilen. Ich level mal wieder. Ja. Wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Final Fantasy 8. Auf Wiedersehen, Leute. Auf Wiedersehen und so.